So, kann losgehen. Prima, dann sage ich auch Hallo in die Runde. Ich freue mich natürlich, euch zumindest hier virtuell zu sehen. Ich hoffe, soweit, dass alle froh und munter sind. Ich habe heute die Ehre, bei euch hier über ja, Themen des Webmarketings zu sprechen. Bevor ich aber anfange, möchte ich einmal kurz eine Frage stellen. Wer von euch nutzt denn Social Media und einfach mal den Daumen benutzen bei dieser Reaktionsmöglichkeit hier in dem Zoom? Habe ich jetzt zwei, drei? Ist das richtig? Okay, machen wir mal drei. Gar nicht so schlecht. Wer von euch nutzt denn eine Webseite? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Runden wir mal auf 10. Finde ich gut. So, und die letzte Frage ist: Wer benutzt denn Google My Business? Eins, zwei. Jawohl, sehr fein. Okay, immerhin. Das ist doch wunderbar. Dann teile ich jetzt mal meinen Bildschirm und gebe euch erstmal ein bisschen Input, wenn ihr Fragen habt. Dann bitte hier einfach in den Chat reinschreiben. Ich kann nichts hören, woran kann das liegen? Das ist natürlich wahrscheinlich eine Situation, die am Rechner liegt. Da muss man in den Einstellungen ganz links das jeweilige Lautsprecher oder die Kopfhörereinstellung dann wählen. Okay, prima. Das freut mich. Also, ich teile mal meinen Bildschirm. Ihr müsstet jetzt bunte Wellen sehen. Ist das richtig? Einmal kurz Daumen hoch. Jawohl, prima. Dann geht's los mit der ganzen Sache. Also, wir haben gerade rausbekommen, kurze Umfrage. Also, 3 von 20 nutzen immerhin Social Media. Vielleicht sind es auch mehr und die kriegen gar nicht mit, dass sie Social Media in irgendeiner Form nutzen. 10 von 20 haben eine Webseite. Das ist die Hälfte. Und Google My Business sind wir bei 2 von 20. Über was spreche ich denn heute? Über Marketing, über ein sogenanntes Webportfolio und welche Möglichkeiten wir dort nutzen können. Ganz wichtig ist einfach diese Grundverständnis nochmal aufzuklären. Man redet im Endeffekt von einem Portfolio, von irgendeiner Form Darstellung im Internet. Auch hier für Marketing ganz kurz nochmal ein Grundverständnis. Es gibt in der Regel einen Markt und ein Produkt. Ihr als Künstlerin seid natürlich auch ein Produkt in gewisser Weise. Ihr könnt euch vermarkten und man spricht hier nach der sogenannten Ansoff-Matrix, die ihr hier gerade seht, von einem bestehenden oder einem neuen Produkt beziehungsweise Markt. Ich will euch das mal kurz erklären anhand eines Beispiels. Es gibt zum Beispiel einen bestehenden Markt und ein bestehendes Produkt, die Currywurst in Deutschland. Es gibt auch ein bestehendes Produkt, welches ich übertrage in einen neuen Markt, die Currywurst beispielsweise in Peru. Jetzt kann ich aber auch ein neues Produkt an den Markt bringen, der bereits besteht, zum Beispiel die vegetarische Wurst in Deutschland. Oder ich kann eine vegetarische Wurst in Peru etablieren. Bedeutet, ganz wichtig fürs Grundverständnis, dass der letzte Teil, ein neues Produkt auf einen neuen Markt zu etablieren, natürlich die anspruchsvollste Situation ist und dementsprechend auch am meisten Arbeit benötigt. Auch fürs Grundverständnis, man redet von einem Portfolio. Hier gibt es verschiedene Arten von Portfolio. Ich mache das auch mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Es gibt das Arbeitsportfolio, es gibt ein Beurteilungsportfolio, Vorzeigeportfolio, fachübergreifendes.
oder auch themenerschließendes Portfolio, ein Bewerbungsportfolio, ein Entwicklungsportfolio und ein Präsentationsportfolio. Alles kann man und darf man auch in verschiedensten Medien anbieten. Hier ist wirklich wichtig, auch einfach zu verstehen, dass ihr gerade mit dem Computer einfach unglaublich viele Möglichkeiten habt, eine Selbstdarstellung, ob das von Werken oder von der eigenen Person oder von der Entwicklung, Entstehung von etwas einfach übertragt. Klassiker ist der CV und Lebenslauf. So sieht ein kurzer CV, man sagt auch Short-CV aus, von jemandem, der sich höchstwahrscheinlich auf eine Stelle bewerben möchte. So kann ein CV und Lebenslauf aussehen, wenn man sich bei einer Grafikagentur beispielsweise vorstellen möchte, mit Arbeitsproben etc. Da geht es auch ganz stark in solche Themen wie Corporate Design etc. Aber da sind wir schon auch bei einem Thema, da wird gestaltet auf einmal. Wird sehr, sehr spannend. So ein PDF zu erstellen oder auch eine PowerPoint etc. kann durchaus bei der einen oder anderen Sache helfen fürs Grundverständnis. Denn wenn ich mir diese Elemente hier angucke, dann bin ich schon ganz, ganz nah an der Gestaltung von einer Webseite. Wenn mir jemand sich und seine Werke erklärt über eine PowerPoint, dann kann ich daraus meistens direkt eine Webseite kreieren. Da sind nicht nur die klassischen 5 Ws, sondern ich sage immer die Sesamstraßen-Ws mit wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Unglaublich wichtig. Habt das schon mal in meinem Hinterkopf. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Portallösungen, auf denen man einen Steckbrief darstellen kann. Hervorheben möchte ich hier das Portal LinkedIn, welches in erster Linie für Berufstätige weltweit die Nummer 1 ist, um sich darzustellen. Hier kann ich Arbeitsproben auch zeigen. Ich kann kleine Geschichten erzählen und vernetze mich in erster Linie. Seit Beginn der Pandemie sind die Zahlen hier bei diesem Portal auch in Deutschland so nach oben geschossen. Auch die Möglichkeiten, sich hier drüber zu vernetzen, auszutauschen, ist unglaublich schnell und einfach. Ich sage immer so ein bisschen, es hat den Charakter jetzt von Facebook von vor 10 Jahren. Facebook ist auch ein Portal letztendlich, aber hier sind wir eben im Geschäftsumfeld. Ist natürlich eigentlich auch ein Social-Media-Portal. Deswegen auch die Nähe zu Facebook. Die Social-Media, was man so klassisch denkt, ist natürlich sowas wie Instagram, neumodische oder neuere Sachen wie TikTok oder auch Snapchat, die sehr, sehr stark auf kurzweilige Inhalte gehen. Möchte ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Instagram ist ein Portal, das sehr, sehr viele nutzen, um Fotos zu zeigen, um Grafiken zu zeigen, auch im Entstehungsprozess. Ist ein Medium, das ich euch auf jeden Fall empfehle, weil die Zielgruppe von 13 bis 99 auf jeden Fall angesprochen wird. Das ist sehr einfach zu nutzen, man sollte aber mit etwas Konzept auf jeden Fall drangehen. Andere Sachen, die ich jetzt immer weiter auch mitbekomme, es gibt zum Beispiel einen Social Media Kanal, ähnlich wie YouTube, der nennt sich Twitch, gehört zu Amazon, also ganz oben angesetzt von den großen Firmen. Da zeigen Leute, wie sie beispielsweise Computer spielen oder auch Kunst machen und man kann darüber Geld verdienen. Also nicht nur über irgendwelche Werbung sich selbst zeigen oder eben aber auch durchaus das als Einnahmequelle zu sehen. Also sprich, man könnte darüber auch einen Workshop machen und man zahlt dann dementsprechend. Social Media ist
natürlich auch sehr arbeitsintensiv. Und der Klassiker, die Webseite, die man hat, die gehört auch natürlich immer gepflegt. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, wo und wie ihr eine Webseite einsetzen wollt. Ist das einfach nur eine kleine Visitenkarte? Man spricht dann oft von einer Landingpage oder einem One-Pager, einfach nur eine Seite, mehr ist da nicht. Bis auf natürlich Impressum und Datenschutz, das muss man in Europa auch immer nennen. Oder habe ich da wirklich eine richtige Webseite? Wenn ich von einer richtigen Webseite spreche, dann gibt es da eine richtige Struktur. Und wir können dann beispielsweise einen Blog mit integrieren. Wir können auch Galerien integrieren. Und sollte aber auch immer wieder aktuell gehalten werden. Also eine Webseite sollte leben. Das ist wichtig. Denkt da bitte dran. Das ist nicht einfach nur einmal gemacht. Das Internet lebt. Großer Unterschied zum Printprodukt, welches halt dann ausgedruckt ist und liegen bleibt. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan von Printprodukten, keine Frage. Aber die Möglichkeiten im Internet, sich darzustellen, sind natürlich sehr schön, weil wenn man die Inhalte gut anlegt, dann kann man auch einfach gefunden werden. Also nicht dieses Prinzip, ich warte, dass jemand in die Falle tappt, sondern dass ganz viele Leute einfach rumlaufen wie so ein kleines Hündchen und suchen einfach nach jedem Blümchen und schnuppern dran. Und man kann einfach über die Suchmaschinen von, ja, egal wem gefunden werden, auch wenn man es vielleicht gar nicht möchte. Ja, ein kleines Zitat, weil wir sind letztendlich im Designbereich. Webdesign sagt man ja auch. Und Design ist eine gewisse Form von Intelligenz natürlich. Und wir sollten hier auch kurz einmal drüber nachdenken, was brauche ich eigentlich? Hier sind mal so 8 Punkte, die ich gerne bearbeite in Workshops. Gibt es einen Namen? Ja, ihr habt höchstwahrscheinlich einen Namen oder vielleicht auch ein Alter Ego etc. Vielleicht habt ihr auch ein Logo, einen Claim. Ihr solltet auf die Typografie achten, auf bestimmte Farben, auf Grafiken, auf Fotos und da ganz klar auch nicht nur bei den Fotos auf die Tonalität, sondern auch bei der Sprachauswahl. Sowas wird im Kontext von Unternehmen in einem Corporate Design verankert. Empfehle ich tatsächlich wirklich jedem einfach mal aufzuschreiben, wo und wie die Person sich sieht, auch im Kontext, die ganzen Produkte mal nebeneinander zu legen. Manche von euch haben vielleicht sogar noch eine Visitenkarte. Passt die Visitenkarte eigentlich zu meiner Webseite? Passt die Webseite wiederum auch zu meiner Kunst? Also das sollte man auf jeden Fall durchdenken. Und dementsprechend ist so ein Style Guide für ein Corporate Design zu empfehlen. Wenn ich normalerweise an Webprojekte gehe, dann habe ich da eine Strategie, auch in erster Linie zur Optimierung. Ich möchte also auch schauen, mit dem einen oder anderen Zusatz auf meiner Webseite, man spricht da von Plugins in der Regel, kleine Programme, die ich zusätzlich auf die Webseite laden kann, und möchte beispielsweise analysieren, wer ist denn bei mir so auf der Webseite. Ich kann nicht oft genug sagen, ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, ja, und also niemand sieht es gerade auf der Webseite. Dann sage ich, ja, es ist auch niemand auf der Webseite gewesen, außer uns beiden. Das macht eigentlich recht viel Spaß, mit solchen Tools zu arbeiten. Je nachdem, was für eine Webseite ihr benutzt, könnt ihr das ganz einfach dazuladen. Oder es ist ein bisschen größerer Aufwand. Bei modernen Systemen ist es wirklich nur noch ein Klick,
und anmelden, registrieren und dann kann ich nämlich meine Webseite überprüfen, um beispielsweise folgende Sachen rauszubekommen. Einen sogenannten statistischen Zwilling, also Leute, die auf meine Webseite kommen und interessiert sind und ich die dann vielleicht irgendwie einstufen kann. Wir sind da schon sehr stark im Marketing drin. Oder man kennt es von der Kassensituation, man kriegt auch raus, woher die Leute kommen, also regionale Interessen. Beispielsweise kann es ja sein, dass meine Kunst in Südtirol besonders angesagt ist, obwohl ich es gar nicht wusste, aber ich kriege es auf einmal raus, weil ich sehe, dass der größte Teil meiner Webseitenbesuchungen aus Südtirol kommt. Spannend auch hier unter dem Begriff Whitelist dann eben etwas rauszusuchen, welche Seiten, welche Inhalte werden besonders angeschaut. Also auch hier gehen wir tatsächlich in der Analyse zu schauen, ja, komisch, meine Texte werden nicht wirklich gelesen oder meine textreichen Seiten, aber die Bildergalerien, auf die springen die User an, muss man eben gucken. Gleiches gilt auch für das sogenannte Device, also das Medium, mit dem ich die Webseite angucke. Mobil, Tablet und Computer sind hier die drei großen Unterschiede. In der Regel werden mehr als 50%, 60% eigentlich mobil angeschaut. Bedeutet, die Webseite muss mobil angepasst sein. Die soll in irgendeiner Form so aussehen, ich sag mal, so ein bisschen wie eine App. Es ist aber keine App, es ist eine mobil angepasste. Meistens spricht man hier von einem responsiven, einem sich anpassenden Layout. Wenn ich mir die Sachen so anschaue, dann kann ich tatsächlich optimieren und auch dann noch weiter überlegen, auf welchen Kanälen, gerade im Bereich Social Media, möchte ich denn gefunden werden. Google als größte Suchmaschine der Welt ist natürlich auch in irgendeiner Form ein Social Media, denn ich kann da auch einen Account erstellen. Facebook sowieso sollte mal jedem zumindest ein Begriff sein, diese Firma. Instagram gehört dazu, ist eine bildorientierte Sache. Twitter, Kurznachrichten, international sehr relevant. In Deutschland wird es sehr vernachlässigt. Aber guckt euch mal einfach diese verschiedenen Medien an, die es da oder die Kanäle in den Social Media, in dieser Social Media Welt. Und was euch gefällt, bleibt da hängen. Macht es einfach, testet es. Also es ist wirklich so dieses, was die kommenden Generationen voraus sind, ist wirklich, ich habe einfach mal getestet. YouTube gehört übrigens zu Google. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also Leute schauen bei YouTube. Und Petra hat zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal und kann dann als Besitzerin dieses YouTube-Kanals auch sehen, wer welche Inhalte sich angeschaut hat und auch an welchem Punkt man beispielsweise bei einem Video abgesprungen ist. Schön finde ich auch diese Insider-Stories, also wirklich die Leute abzuholen. Über beispielsweise ein YouTube-Video und denkt auch dran, ihr könnt Sachen mehrfach nutzen, aber dann bitte angepasst. Also nicht den Inhalt doppeln, wenn er schon jetzt auf Instagram ist, nicht den gleichen Inhalt bei YouTube einfach hochladen. Als letztes hier in der Reihe steht ein Kanal, der gerne vergessen wird, Pinterest. Ist sowas wie eine Pinnwand für Grafiken. Auch hier international sehr, sehr kraftvoll, wird sehr viel genutzt, um Recherche zu nehmen. Und interessant, über 70% der User sind weiblich. Die zweite Reihe, die ich hier mal zeige, ist, wie vorhin schon genannt, LinkedIn oder aber auch die zwei jüngeren Kanäle Snapchat und TikTok kennen vielleicht manche von Töchtern oder Enkelkindern.
oder Nichten, da habe ich das erfahren dürfen. Ja, muss man wollen, ist sehr, sehr kurzweilig, dieses Snapchat und TikTok. Mir passt es gar nicht, weil es noch mehr auf diese kurzen Videosequenzen geht, führt zu ja, Verlust sämtlicher medialen Wahrnehmung. Und man halt wirklich dann in 2 oder 5 Sekunden das nächste Video sich reinzieht. Persönliche Meinung, Finger weg, ist furchtbar. Nichtsdestotrotz wird das sehr, sehr viel genutzt. Ja. Shopify habe ich hier auch mal kurz genannt. Falls jemand von euch Produkte verkaufen will, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Shopify ist eine Möglichkeit, um Produkte zu verkaufen. Also ihr könntet sozusagen eure virtuelle Galerie einfach selber machen. Es gibt über YouTube gibt es Erklärvideos. Ich habe Leute, ich nenne es mal digitale Analphabeten, bös gesagt, erlebt, die es trotzdem geschafft haben, innerhalb von einer Woche einen Webshop aufzubauen. Mit Shopify beispielsweise. Twitch, vorhin auch genannt, gehört, wie gesagt, zu Amazon, ist ein Kanal, auch ein Videokanal, bei dem ich sehr stark Leute beobachten kann, dass sie etwas machen. Wird sehr, sehr stark in E-Sports auch genutzt. Warum nenne ich die ganzen Sachen hier? Alle Kanäle, alle Social-Media-Situationen geben sozusagen Pluspunkte für eine Webseite oder für einen Namen oder eine Präsenz. Bedeutet, das Internet hört überall mit. Die Marketingstrategien, die ausgeheckt werden von großen Agenturen, basieren ganz oft auch auf dem Social Listening. Die schauen sich an, was wird in Social Media erzählt. Und es wird wirklich auch alles ausgespielt. Wenn man in Facebook beispielsweise in einer Gruppe bestimmte Sachen postet, dann hat das einen positiven Effekt auf das Suchergebnis bei Google. Und da gibt es immer wieder dann verschiedenste Situationen und das ist ein Gesamtbild. Das kann wachsen, das kann man auch sagen bis hierhin und nicht weiter. Aber ihr solltet auf jeden Fall euch mit dem einen oder anderen Social Media Kanal auseinandersetzen. Interessant ist auch hier mal zu sehen, wer denn vielleicht, obwohl er nicht aktiv ist, aber trotzdem Inhalte in Social Media hat. Es kann sein, dass gerade bei Künstlerinnen die Situation ist, dass ein Bild da im Internet ist und ihr habt keine Ahnung, wie das dahin gekommen ist. Also Urheberrecht wird da gerne mit allem getreten, was denn möglich ist. Also schaut da auch mal, wo und wie ihr euch selbst findet und seht. Wenn man sich beschreiben soll fürs Internet, gehen wir mal ins Working hier, dann überlegt euch mal 10 Schlagwörter, Keywords, die euch beschreiben. Diese Keywords müssen nicht nur aus einem Wort bestehen, die können auch aus 2 oder 3 Wörtern bestehen. Ähnlich wie beim Googlen. Einfache Menschen googeln mit einem Wort. Ganz, ganz einfache Menschen googeln mit einem Fragesatz und etwas komplexer Denkende, nenne ich es mal so, die schreiben in Kombination 3, 4 Schlagwörter zusammen und kommen dann meistens auf etwas bessere Ergebnisse. Also Aufgabe für euch, was ihr mitnehmen sollt, beschreibt euch selbst mal, schreibt euer Projekt in so 10 Schlagwörtern. Wo und wie würdet ihr die selbst suchen und finden wollen? Warum brauchen wir das? Wir brauchen Hintergrundinformationen. Wir können darüber auch uns beispielsweise Personen, Künstlerinnen oder auch Ateliers anschauen, weil wir auch ja durch diese Keywords, wenn wir sie auch mal bei
Google beispielsweise in die Suchmaschine eingeben, kommen wir auf Ergebnisse und können uns mal abgleichen. Komme ich da wirklich auf das, was ich bin, oder ist da was ganz anderes? Und dann kommt was Spannendes, vorhin schon kurz erwähnt, ja, was die Customer, die User, was wollen die eigentlich? Was suchen die? Was googeln die? Ja? Für Google gibt es ganz viele kleine Tools. Ich zeige euch auch gleich mal dann eins. Aber erstmal ein bisschen noch Input. Da kann ich beispielsweise Keywords rausbekommen, wie stark die auch sind. Wie stark heißt, wie viel schauen sich das im Monat an, dieses Suchwort? Was kostet so ein Suchwort? Also man kann ja sogar gegen Geld Kampagnen schalten. Müsst ihr nicht, braucht ihr auch nicht, sicherlich. Aber es ist interessant zu sehen, was ein bestimmtes Wort wert ist. Auch eine wichtige Sache in der Online-Arbeit ist tatsächlich die Online-Recherche. Und da gibt es, wie gesagt, mehrere Trend-Tools, um zu schauen, über was redet eigentlich das Internet. Google Trends von Google selbst, SEMrush, Acton, SE Ranking, SpyFu, nur einige hier genannt. Die meisten sind davon umsonst zu nutzen. Bis zu einem gewissen Maße, aber so, dass sie für euch reichen, auf jeden Fall. Ich zeige euch das auch gleich mal anhand von Google. Es gibt auch sogenannte Keyword Planner. Auch hier zum Beispiel Google Keyword Planner, keywordtools.org oder Mangools sollen hier kurz erwähnt sein. Auch hier bekommt ihr relativ schnell und einfach Daten, Keywörter, Schlagwörter, die ihr benötigt oder die zumindest andere vermuten, auf eurer Seite zu finden. Es gibt viele Datenbanken, die ihr anzapfen könnt. Eine große datenbankbasierte, auch übrigens ein Social-Media-Kanal, ist natürlich sowas wie Wikipedia. Es gibt aber noch ganz, ganz andere Sachen, die auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas seriöser sind mit Inhalten. Klar ist, ihr findet dort Artikel, ihr findet Statistiken. Noch und nöcher, das Internet ist wirklich eine ganz tolle Fundgrube. Auch hier eine kurze Auswahl an verschiedenen Tools. Ich teile es auch nochmal an der Petra, die versendet es dann auch nochmal, dass ihr seht, was es denn da gibt. Einfach mal dann aufmachen, sich 10 Minuten damit beschäftigen, gucken, komme ich damit zurecht, ja oder nein. Wenn nein, dann nächstes Tool ausprobieren. Es gibt genügend, mit denen man Spaß haben kann. Andere Sache ist, fragt Menschen und möglichst zielgruppenspezifisch. Überlegt euch, wer soll eigentlich bei euch auf die Webseite, wer soll euren Social-Media-Kanal sehen, wer soll euch bei Google beispielsweise finden, und dementsprechend brauchen wir da ein paar Umfragen. Geht da ins Gespräch, nehmt das auf jeden Fall mit auf. Denkt auch dran, in irgendeiner Form ja, Diagramme etc. zu nutzen. Es gibt genügend Schaubilder, die euch helfen, vielleicht auch mehr visuell die Informationen greifbarer zu machen für euch, für die Recherche. Ob das das klassische Kuchendiagramm ist, schaut auch mal rum, wenn ihr bei gerade im Studierendenkontext was findet. Habt ihr oft, also das Thema Bachelorarbeit, da gibt es so tolle Funde im Internet, also sucht danach, da kommt ihr dann auf alles Mögliche. So, siebtens, bitte nennt aber sämtliche Quellen, wichtig. Denkt dran, es gibt sowas wie ein Urheberrecht, auch im Internet, auch wenn es gerne
vernachlässigt wird dort. Und schaut euch mal an, was auch so die Start-up-Szene eben macht, besonders im Bereich Kultur, Wirtschaft und im Sozialen gibt es da sehr, sehr feine Beispiele, die ich euch empfehlen möchte. Ich springe einmal noch kurz zum nächsten Thema und muss jetzt aber kurz gucken, dass ich ein paar Folien überspringe, sonst wird es zu viel, glaube ich. Man spricht von einem Return of Invest, also wann bekomme ich eigentlich Geld zurück für das, was ich geleistet habe? Ob es die Arbeit ist, ihr arbeitet ja auch, wenn ihr an einer Webseite, an einem sozialen Medium arbeitet, arbeitet ihr auch in irgendeiner Form. Und wann lohnt sich das eigentlich? Man spricht hier eben dann von dem Return of Invest. Und hier ist sehr, sehr spannend, dass der größte Invest zurückkommt. Zumindest stand 2018 bei der E-Mail vorhanden ist. Sprich, das E-Mail-Marketing ist sehr, sehr effizient. Ihr seht hier auch, dass SEO, das ist die Suchmaschinenoptimierung im Englischen Search Engine Optimization, $22,24 zurückbringt für jeden Dollar, den ich investiert habe. Und da würde ich auf jeden Fall eben ansetzen, Suchmaschinenoptimierung und über E-Mails tatsächlich guckt, dass ihr einen Verteiler habt. Schreibt die bitte nicht alle komplett an, sondern bitte einzeln oder über bestimmte Tools, die man da einsetzen kann. Das nennt man dann E-Mail-Marketing. Ladet die Leute ein, die ihr kennt, zu verschiedensten Sachen, weist auf Webseiten hin oder auf Events. Es funktioniert wirklich immer noch diese Flüsterpost am besten. Ihr könnt euch dann auch bestimmte Notizen machen und sagen, ist interessiert an. Das hat man normalerweise im Kopf und versucht es bitte möglichst einzuhalten. Hierfür gibt es natürlich auch ganz viele Tools. Können wir auch gerne mal darauf eingehen, wenn jemand das größer denken möchte. Also für die GEDOC als Verein würde sowas durchaus Sinn machen, ein Tool zu nutzen, mit dem man dann eben wirklich professionell Webseiten gestaltet. Baut man dann über so ein zusammenklickbares Programm zusammen, um dann eben Auswertungen zu bekommen für die jeweilige E-Mail-Kampagne. Jetzt möchte ich euch das mal so zeigen. Ich springe mal kurz hier rüber, nicht verwundert sein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Google Trends. Mache das jetzt auch einfach mal live. Google Trends, Suchbegriff oder Thema eingeben. Ich bleibe mal sehr, sehr pauschal. Ich mache mal Kunst als Suchbegriff und gucke mir an, was im letzten Jahr in diesem Fall für Daten Google Trends rausspuckt. Auf jeden Fall sehe ich, dass in Berlin ein großes Suchinteresse ist. Und weitere Unterregionen. Wo sind wir denn? Auf Platz 13. Oh. So, dann sehe ich auf einmal verwandte Themen. Was auch immer sich da hinten dran versteckt. Aber das sind Themen, die gegoogelt werden. Also Leute befassen sich mit dem Thema, die nach Kunst suchen. Stadt, Land, Kunst muss eine Fernsehsendung sein. Josef Beuys, ein Künstler. Dann ähnliche Suchanfragen, auch hier natürlich NFT-Kunst, dieses Jahr ein großes Thema oder spätestens dieses Jahr. Kunst fürs Klo, wer hätte es gedacht, hätte ich niemals dran gedacht, aber das ist eine Suchanfrage, die oft gestellt wird. Noah Becker, sind wir ja auch dann in Baden-Württemberg, mehr oder weniger, der Sohn von Boris Becker macht in Kunst. Finn Kliemann,
WH-Kunst. Man kann ja auch noch mal eben weiter gucken, kann sich auch diese ganzen Daten runterladen als CSV-Datei, ist ein anderes Format für Excel, also ein Tabellenformat. Ihr könnt in Google Trends wirklich alles eingeben, was ihr machen wollt. Dann ein Tool, was ich auch für schnelle Aktionen gerne nutze, ist das Keyword Tool. Schiebe ich auch mal ganz kurz hier rüber. Wenn ich meine Webseite so anschaue, dann muss ich überlegen, ja, was habe ich denn da eigentlich für ein Keyword? Welche Schlagwörter habe ich denn in einer gewissen Überschrift mit drin? Dann kann ich da überprüfen, ob es da noch weitere Vorschläge gibt. Sagen wir mal, ach, machen wir auch Kunst Heidelberg. Rechnet ganz kurz. Und jetzt sehen wir das Suchvolumen. Das hier ist das Suchvolumen, also durchschnittliche Anzahl an Suchanfragen pro Monat. Kunst in Heidelberg wird von 90 Personen im Monat gesucht. Künstler Heidelberg auch 90. Heidelberg Kunst 70. Kunstgalerie Heidelberg. Auftaktkunst Heidelberg. Gemälde Heidelberg und so weiter. Und dann spannend natürlich, ihr seht hier auch schon, dass es einen Wettbewerb auch gibt. Hier kaufen tatsächlich Leute Anzeigenkampagnen bei Google, um auf Gemälde Heidelberg, auch immer, was sich da hinten dran verbergen mag, bestimmte Sachen ganz oben im Google-Ergebnis zu erreichen. Da steht dann auch oben drüber Anzeige. Wir wollen aber auf den tatsächlich generierten Inhalt kommen. Also interessiert uns der Wettbewerb nicht wirklich, aber es ist spannend. Es sind wirklich wenige Leute, die nach solchen Suchbegriffen im Internet schauen. Machen wir doch das gleiche mal mit GDOC. So, ne? Stimmt das? Und warten wir kurz ab. Sucht niemand. Also ist eigentlich klar, dass GDOC selbst in Heidelberg gar nicht GDOC richtig in die Texte mit einbauen muss, um gefunden zu werden. Man muss sich auch immer überlegen, möchte ich die Texte so schreiben, dass ich gefunden werde über Schlagwörter oder einfach Texte schreiben. Ich bin für eine schöne Mischform, aber ihr seht, da ist auf einmal keine Relevanz da. Ausstellung. Testen wir mal noch als letztes. Jetzt kommt bestimmt, ich fürchte es, jawohl, Körperwelten Heidelberg. Banksy-Ausstellung. Muss ich erwähnen, mit gefälschter Banksy-Kunst. Oder Imitaten-Ausstellung müsste da für mich stehen. Ausstellung Heidelberg, The Mystery of. Also da seht ihr, die Sachen werden zumindest mal gesucht. Immerhin Heidelberg-Ausstellung, 210 Leute im Monat suchen danach. Auch hier, das kann man schon eher vernachlässigen, da auf die Suchmaschinenoptimierung zu gehen, zumindest bei diesen Begrifflichkeiten. Nichtsdestotrotz, ein kleines Tool, wie gesagt, GeoWorld, tools.org oder eben Google Trends. Das ist einfach nur für die Recherche. Sind Wörter relevant? Ein anderes Tool, das ich für diejenigen, die eine Website schon haben, auch empfehle, ist der sogenannte Website Grader. Jetzt muss ich kurz gucken. Die GDOC-Seite lautet GDOC Heidelberg. Ich gebe das mal kurz hier ein und muss hier alibimäßig irgendwas mit Add und einem Punkt setzen. Muss ich nicht meine Daten
abgeben. Jetzt testen die hier über diesen Website Grader, gibt es auch verschiedene andere Anbieter, wie gut die Seite ist. Also für bestehende Webseiten einfach mal website-grader.com. So, die geht auch Heidelberg, bekommt 62 von 100 möglichen Punkten. Ihr seht hier ziemlich schnell, Performance SEO, also Suchmaschinenoptimierung, mobil und schön werden hier als Faktoren angegeben. 7 von 30 Punkten bei der Performance. Und zumindest in englischer Sprache sehr schnell aufgeschrieben. 11,3 MB Größe ist zu groß. Da sind große Bilder drauf. Dementsprechend ist die Seite langsam. Bedeutet auch, 21 Sekunden braucht die Seite, um sich komplett zu laden. Das ist eine Ewigkeit im Internet. Dafür gibt es aber ein Browser-Caching, das macht die Webseite höchstwahrscheinlich von selbst. Image-Size und Page-Size, das hängt natürlich miteinander zusammen. Wir kriegen auch gleich noch Handlungsempfehlungen. Aber ansonsten, also programmiertechnisch ist da ein gutes System im Einsatz. Deswegen gibt es einen grünen Haken bei dem sogenannten JavaScript. Das ist eine Programmiersprache und dem CSS. Das ist das Styling der Webseite. Schauen wir mal den zweiten Faktor an, Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. 30 von 30 Punkten, also alles richtig gemacht. Es gibt einen Index auf der Seite, es gibt eine Meta-Description, das ist die Beschreibung auf der Webseite. Es gibt sogenannte Content-Plugins, also hier wurde auf jeden Fall ein guter Job gemacht, gearbeitet an der Seite. Es gibt Linktexte, die beschreibend sind. Und das ist für die Suchmaschinenoptimierung, sind das wichtige Faktoren. Und deswegen gibt es 30 von 30 Punkten. 20 von 30 Punkten gibt es bei der mobilen Ansicht. Jetzt habe ich vorhin gesagt, 60% der Menschen schauen mobil auf die Webseite. Also brauchen wir da auch vielleicht ein optimiertes Design. Fontgröße, also Schriftgröße, ist wichtig, mindestens 12 Punkt groß oder 12 Pixel groß, besser gesagt. Dann hier wird als Fehler deklariert, man weiß nicht, wo man hinklicken soll. Das braucht man in irgendeiner Form, also muss da nochmal an den Buttons etwas gearbeitet werden. Und generell ist es responsiv, also es schrinkt es zusammen auf die jeweilige Größe des Displays, für Smartphone dann eben optimiert. Gibt auch wieder einen Pluspunkt, so kommen wir da von 20 auf 30 Punkte. Und jetzt haben wir hier das Thema Sicherheit. Ganz, ganz wichtig, seit ein paar Jahren muss man ein sogenanntes SSL-Zertifikat haben für einen gewissen Sicherheitsstandard. Dadurch haben die Webseiten dann den Anfang HTTPS Doppelpunkt Doppelslash www. und so weiter. Achtet da bitte drauf. Eigentlich sollte das jede Webseite haben. Auch jede Grafik sollte dann dementsprechend mit HTTPS sein. Ansonsten gibt es hier ein rotes Kreuz. Hier der letzte Punkt, der überprüft wird. JavaScript-Bibliotheken oder Libraries sind hier nicht so gerne gesehen. Das hängt aber mit dem jeweiligen Webseitensystem zusammen. Da kann man oft nichts machen. 62 Punkte von 100 ist okay. Ab 75 bin ich glücklich. Wenn ich mit meinen Studierenden arbeite und die zum ersten Mal eine Webseite angehen und überarbeiten, sage ich, guckt, dass ihr die 75% voll macht und dann dementsprechend eine schon echt gute Seite habt. Schön hier bei diesem Website Grader, es wird sofort auch noch gesagt, was man als nächstes tun soll. Also man kann sofort ins Doing gehen. Finde ich einfach absolut charmant, dieses Tool. Das macht Spaß. Für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, ob sie eine Webseite haben wollen oder nicht. Es muss nicht sein, es reicht auch aus, nichts zu haben im Netz.
Wenn ihr aber in irgendeiner Form gefunden werden wollt, dann braucht ihr eine Webseite oder zumindest eine Social Media Seite in irgendeiner Form. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Webseiten aufzubauen. Es lohnt sich manchmal doch, ein paar Euro in die Hand zu nehmen, dann ist man später glücklicher. Das erleben immer wieder Leute, dass sie dann was verbessern wollen und funktioniert es nicht so gut, weil an der einen oder anderen Stelle halt 50 oder 100 € gespart worden sind. Wer eine Webseite noch braucht oder Optimierungs, Bedarf sieht, kann sich gerne an mich wenden. Erstmal, ich kann da gerne vermitteln. Es gibt ganz viele tolle, besonders junge Leute, die einfach schnell helfen bei der Optimierung von der Webseite. Denkt bitte dran, es gibt auch viele, die sehr viel Geld verdienen wollen mit Leuten, die weniger Ahnung haben. Es ist nicht so viel Arbeit, eine Webseite auf einen gewissen Standard zu bringen. Und für diejenigen, die, zeige es mal kurz am Beispiel von der GDOC-Seite, die noch nicht ganz so mit der Materie vertraut sind. Man braucht eine bestimmte Hierarchie von Texten, also eine Überschrift beispielsweise, eine zweite Überschrift. Man spricht hier dann von Headline und Headline 2 und man braucht einen gewissen Text. Und man sollte sich immer überlegen, wo und wie möchte ich eigentlich gefunden werden. Ich mache mal kurz Google auf und google mal GDOC Heidelberg. Und hier, wie gesagt, wurde ja auch schon gesagt, Suchmaschinen optimiert. GDOC Heidelberg und GDOC Galerie, Netzwerk für kunstfördernde und Künstlerinnen, bildende Kunst, angewandte Kunst, Musik, Literatur, darstellende Kunst. Das werde ich da hoffentlich auch finden. Und es wird mir auch zumindest Fotogalerie gezeigt, bildende Kunst. Das sind Unterseiten auf der Seite. Und dann seht ihr auch schon, da kommt die Facebook-Seite, da kommt die Instagram-Seite. Und dann kommt in dem Fall wohl viel mehr. Muss man mal gucken, was das ist. Heidelberg.de, ja, Vernetzung auf der Heidelberg-Seite, die Stadtredaktion. Und den Teil hier, den hat man selbst im Griff auf der Webseite. Den Teil, Facebook, Instagram, hat man über Social Media in der Hand. Den hier, der hier rechts ist, der wird gern vergessen. Und das ist Google My Business. Im Endeffekt ist das, ich klicke mal drauf, der Eintrag auf der Google Map. Ihr seht hier die große Karte und da ist die GDOC Galerie. Ah, von meinem Zuhause dahin oder auch der Eintrag. Und man sieht hier schon, es ist richtig benannt. Es gibt auch 11 Rezensionen. Da haben 11 Leute drüber geschrieben, wie sie die finden. Fast alle sehr gut. Eine Person nur 4 von 5 Sternen, sogar mit Fotos. Dann hat in dem Fall Antwort vom Inhaber jemand geantwortet. Herzlichen Dank für die schöne Beschreibung. Es ist auch gut, immer interaktiv zu sein. Ob es positiv oder negativ ist, es ist Social Media, das lebt vom Mitmachen. Das ist das Soziale an dem Ganzen. Die Petra Lindenmeier, Galerie mit monatlich wechselnden Ausstellungen, auch Konzerte und Lesungen. Jetzt gebe ich dem hier einen Plus und schon wird diese Nachricht hier für andere Nutzer weiter oben angezeigt. Weil ich als Nutzer gerade gesagt habe, der Beitrag von Petra Lindmeier ist relevant. Ich gehe noch mal zurück. Und hier wurde auch ein Inhaber gewählt. Bei vielen, vielen Orten steht hier, sind Sie der Inhaber, dann bitte melden, sodass man diesen Teil auch bearbeiten kann. Weitere Fotos hinzufügen kann oder auch Öffnungszeiten, Webseite, bis hin zu News, bis hin zu
Produkten, die man verkauft. Also es gibt Orte, die verkaufen hier über dieses Fenster Produkte. Das kann auch dann die Verlinkung, die automatisch sein, die jetzt von der Webseite rübergeht. Wie gesagt, also die GEDOC-Webseite macht vieles richtig schon. Und das ist dieser Google My Business Part. Machen wir uns mal einen Gag. Gehen wir eine Ecke weiter zum P11. Auch hier 639 Rezensionen. Ja, ist natürlich bei Gastronomie auch schnell. Ich kann aber auch jetzt eine Änderung vorschlagen. Wenn ich merke, dass der Name, der Ort, die Öffnungszeit oder sowas falsch ist, kann ich hier auch interagieren und dann dementsprechend mitmachen. Google My Business für alle diejenigen, die einen Standort haben, die eine öffentliche Galerie haben oder aber auch einen Ort benennen wollen. Das kann auch ein Kunstwerk sein oder ein Ort. Gucken wir mal als Beispiel. Der Skatepark ist auch drin als Ort. Da gibt es natürlich, hier steht es auch als Inhaber eintragen, da gibt es keinen Inhaber. Müsste die Stadt Heidelberg eigentlich machen, um das sauber zu pflegen. Ich sehe hier aber sogar Stoßzeiten. Also gegen 8 Uhr ist da Rush Hour morgens und 14 Uhr, zumindest dienstags. Gucken wir mal, wie es samstags aussieht. Aha, auf der Neckarwiese wird abends erst geskatet, am Samstag zumindest. Das kurzer Ausflug zum Thema noch Google My Business, also Webseite, Social Media und dann dementsprechend Google My Business auch als Social Media nutzen, anschauen und selbst mal testen, selbst in die Rolle der User selbst mal werden. Ja, also nutzt das mal, guckt euch das an, ob das euch gefällt. Jetzt springe ich mal in diesen Chat rein. So, ihr könnt alle die GEDOC-Galerie auf Google bewerten, kommentieren, Fotos hochladen. Jawohl, nur zu, sehe ich auch so. Dann GEDOC Heidelbergs, die Petra hat das schon gesagt, hat das Newsletter-Tool Clever Reach im Einsatz. Ein ganz einfaches Tool, um Newsletter zu verschicken. Ich kann darüber personalisierte Mailings versenden. Bedeutet, ich schreibe eine E-Mail und sie geht automatisch an, egal wen, nehmen wir hier Ulrike oder Don Rickles oder Christel und dann steht da, Hallo Christel, hier der neue Newsletter. Ich kann sogar Inhalte dafür dann separieren und einer Person bestimmte Inhalte zeigen, die sie vielleicht mag. Wenn ich die analysiert habe oder weiß, kommt immer nur zu einer Ausstellung im Jahr, die im Sommer ist, dann schicke ich der halt immer nur noch diese Daten vielleicht oder weise besonders drauf hin. So, dann Petra hat noch Google My Business, bitte alle hier regelmäßig kommentieren und Fotos hochladen. Also nicht nur bei, dass ihr für die GEDOC das macht, sondern ihr könnt auch Google My Business für sämtliche Sachen nutzen. Die haben da so ein bisschen Spiel mit reingebracht, dass man da Pluspunkte dann bekommt. Und ich bin beispielsweise schon irgendwas Local Guide, muss mal kurz gucken, hier drüben. Also meine Empfehlungen oder meine Bewertungen sind schon etwas mehr wert als die von anderen, weil ich einfach ein aktiver in diesem Social Media, in dem Fall in der Google Maps eben bin. So, das mal als Input von mir. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen schon mal was erklären, euch ein bisschen öffnen zu dem einen oder anderen Thema. Und ihr müsst einfach jetzt schauen, was euch da, wie euch da oder was euch da gefällt und wie ihr euch da in irgendeiner Form positionieren wollt oder vielleicht auch müsst. Ja, ich schalte mich mal dazu. Ihr hört mich. Ich kann auch mein Video starten. Dann seht ihr mich auch, hoffentlich.
Ja, also guten Abend. Herzlichen Dank, Benjamin, für diesen ganz tollen Vortrag. Und ja, ich hoffe, wir können ihn fortsetzen im neuen Jahr. Und ich hoffe auch gerne in der Galerie. Ich würde es sehr gerne hybrid machen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die ihr vielleicht nicht schreiben wolltet, lieber mündlich, kann euch Susanne auch mal entstummen, wenn ihr sagt, wollt ihr einfach mal ein Zeichen geben, ob ihr noch eine Frage habt oder sollen wir weitermachen dann? Es gibt ja noch einen Jeder zweiten kann kleinen Vorteil. sich inzwischen selbst auch wieder unmuten und Fragen stellen. Ich habe das so eingerichtet. Ja, also die Idee, dass wir auf die Studenten zurückgreifen können, oder das ist natürlich ganz toll. Das würde ich gleich mal für unsere GEDOC-Homepage gern machen. Es ist, wir haben ein ganz altes Modell, das nicht mehr ja, weiterentwickelt wird. Irgendwann werden wir umsteigen müssen. Trotzdem wäre es toll, wenn wir da jemanden bekommen. Und natürlich kann man auch den Herrn Ziruk selbst fragen, der das ja beruflich macht. Und ich weiß nicht, vielleicht haben auch manche von euch was Größeres hinten dran, eine Firma. Dann ist er natürlich auch der richtige Ansprechpartner. Ja, ich hatte eine Bewerbung bei Neustadt für Künstler und Herr Ziruk war da auf der Liste und habe da eine Zusage bekommen und mit ihm meine Homepage analysiert. Sehr genau. Wir haben das dann also eins zu eins gemacht und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich ganz genau auf die einzelnen Punkte eingehen kann. Und es ist schon nicht so einfach. Ich arbeite privat mit WordPress, das ist sehr komplex. Und da hat er mir super geholfen. Allein wäre ich da gar nicht hingekommen. Das ist natürlich auch eine Idee für euch, wenn ihr sagt, oh, ich habe jetzt schon was, und aber dass man einfach mal dann mit jemandem, das geht auch ganz gut über Zoom, 1, 2 Stunden reinhängt, das bringt unheimlich viel. So, jetzt bin ich still und habt ihr noch Fragen? Ja. Ich glaube, du siehst mich jetzt nicht, Petra. Doch. Siehst du mich? Ja, Kann ich ich was sehe dich, sagen? ich mache mich stumm. Sprich, Angelika. Ja, ich wollte mich bedanken für den tollen Vortrag. Er war wirklich gut. Also ich selbst, ich komme aus dem Marketing. Ich habe 35 Jahre im Wissenschafts- in der Marketingabteilung gearbeitet. Das hat sich sehr gedeckt mit dem, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Und ich finde, das ist von sehr, sehr großem Nutzen, das hier auch zu kommunizieren, vor allem in Bezug auf Social Media. Ich bin ja auch mit ein paar anderen zusammen, mit der Sabine Schreier, die ja auch jetzt hier dabei ist, im Digital-Call, in dem Digital-Team. Wir geben uns große Mühe, über Instagram auf uns aufmerksam zu machen. Wir bekommen sehr viel, haben jetzt eine, ich weiß es gar nicht aktuell, aber wir haben sehr viel mehr. Abonnenten, es wächst, also den Account gibt es jetzt seit einem Jahr. Ja, was mich jetzt nochmal persönlich berührt hat von Ihrem Vortrag, ist, dass ich auch, auf was meine eigene Webseite angeht, nochmal wirklich all das umsetze, was ich eigentlich vom Job her kenne. Ja, dass ich mal wirklich sage, wie würde ich mich selber suchen und wie performe ich und welche Begriffe, Verschlagwortungen für SEO habe ich mir selbst gegeben. Das ist halt sehr wichtig. Aber das andere, was ich Sie fragen wollte oder wo ich denke, dass ich vielleicht auch für die anderen spreche, ist, dass wir halt, da wir Kreative sind, Kunst machen, vielleicht auch denken, dass wir, was den Return on Investment, den Gewinn angeht, uns auch gar nicht so rantrauen an so eine betriebswirtschaftliche Kalkulation. Also ich erkenne das bei mir, ja, ich mache Keramik. Wie will man das kalkulieren? Ich muss sogar den Strom reinrechnen, die ganzen Geräte, alles. Kann ich das? Mache ich das? Kann ich mich das getrauen? Ich glaube, da müsste man noch ein bisschen mehr Hilfe kriegen von externen.
Was ich halt damit auch immer sage, ist, weil wenn ich jetzt auch im Kontext in einem Kurs bin und dann sagen, ja, und Webseite kostet nichts. Eine Webseite kostet immer was, selbst wenn ich sie selber entwickeln kann. Auch wenn ich selber eine Webseitenkampagne oder eine E-Mail-Kampagne mache, das kostet zumindest den Aufwand der Zeit. Und man sollte sich, finde ich, auch immer im Klaren sein, was das bedeutet. Es macht unglaublich Spaß, sich auch in eine Webseite reinzufuchsen. Aber vielleicht ist dann eben auch der Punkt irgendwann gekommen, dass die Freizeit wichtiger ist oder auch das künstlerische Schaffen. Und man sagt, also die Euro gebe ich jetzt aus, damit irgendjemand sich um meine Webseite kümmert. Also man muss nicht alles selber machen und deswegen so ein bisschen an diesen Return of Invest denken. Wenn egal, wer Zeit hat, eine Webseite aufzubauen, es ist immer schön. Es ist wie ein Druckprodukt. Am Schluss sieht man es dann auf, nicht nur auf seinem Monitor, sondern überall. Aber es bedeutet eben auch ein Invest. Ja, und den muss man im Kopf haben. Deswegen würde ich da, wie gesagt, immer drauf achten. Ja, danke, ja. Ich glaube, was ich mal toll fände, wäre, wenn wir unter uns mal auch mal so ein Gespräch hätten, wie wir uns eigentlich selbst positionieren und was wir eigentlich erwarten mit dem, was wir produzieren als Feedback vom Markt. Wir haben jetzt gerade dieses Wochenende eine Ausstellung abgebaut, die neuen Mitglieder haben sich vorgestellt, da gehöre ich auch dazu. Und bei der Ausstellung wurde jetzt gar nichts verkauft. Das finde ich schon echt ernüchternd, wenn man überlegt, was da vorausgegangen ist. Ne? Also wie kann man das Ganze noch füttern von außen, um dieses Potenzial eben zu erhöhen. Ich habe übrigens auch schon über Instagram mal was verkauft. Aktuelle Ausstellung, Ghetto-Galerie, dann über Instagram, nur mal für die anderen, dass sowas auch möglich ist. Aber da hätte ich gern mehr Austausch mit den Kolleginnen sozusagen. Also das merke ich auch, dass der Kauf oder die Kaufabwicklung über Instagram tatsächlich immer mehr in Mode kommt. Die Leute sehen das Bild im Netz, sind auch emotional durch dieses Like, durch dieses Herz auch irgendwie ganz schnell mal gebunden an die Sache. Ausprobieren, wenn es funktioniert, ich würde es einfach weitermachen. Also eine Sache verkauft über einen Kanal, der Zeit invest, aber sonst eigentlich erstmal nichts kostet. Ja, also das ist schon sehr, sehr spannend. Ich möchte noch dazu sagen, ich sehe manchmal Auswertungen und auch gerade auf der Google My Business Seite sehe ich, wie oft die Galerie gesucht wird, seht ihr auch. Und da ist schon eklatant zu sehen, im Sommer hatten wir sehr gute Werte, also mit dieser Sommergeschichte und der Flamenco-Tänzerin. Und jetzt ging das wirklich Schritt für Schritt in den Keller mit Zunahme der Pandemie. Also wir leiden da immer noch drunter. Das ist wirklich offensichtlich, obwohl wir so viel Arbeit machen in Social Medien. Also vielleicht müssen wir für eine richtige Auswertung wieder auch normale Zeiten haben. Ja, das sicherlich auch. Also natürlich ist das auch im Social Media ähnlich wie draußen in der echten Welt natürlich einfach gerade eine ganz spezielle Situation. Klar ist aber auch, dass die Leute vermehrt am Rechner zu Hause sitzen, auch entertained werden wollen in irgendeiner Form, bedeutet nach Inhalten suchen. Und deswegen ist es natürlich auch spannend, wenn jetzt so wie du, Petra, dann auf einmal ein Interesse da ist und der Versuch, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen bei dir bei YouTube sind, aber sind es mehr als 10 Leute? Nee, ich habe da nicht mehr viel Zeit gehabt. Also jetzt hinter dem Lockdown geht es weiter, ja. Okay, also, also auf jeden Fall ist es total spannend zu sehen, wie viele Leute dann da gucken. Und ich sage mal, wenn bei einem Upload-Video schon allein 10 Leute das sehen, das sind 10 Leute, die ich einfach erreiche, aus dem Nichts. Ja. Ich habe Videos teilweise, die wurden 100.000-fach angeguckt. Ich habe keine Ahnung, warum, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also das Medium oder die Kanäle, die es da gibt, nutzt die ruhig auch mal zum Testen. Im Notfall macht ihr den Account wieder platt. Aber es sind einfach neue Möglichkeiten, sich auch in irgendeiner Form auszudrücken.
Ja, also jetzt ist schon 10 nach 8. Ich würde sagen, wir schließen diesen ersten Teil und freuen uns auf ein Wiedersehen mit dem Professor Benjamin Zierock. Und wir können in der Gruppe.